in their tongue is Dovahkiin, Dragonborn. Ja, servus Leute, was geht? Herzlich willkommen zu einem erneuten kleinen Black Ops 1 Hardcore Domination Gameplay. Mein erstes Spiel natürlich dabei ist die G11 und die Python. Auf der wunderbaren Map Crack befinden wir uns heute und ja, ne, hier war ich noch so, ja, Level 49, Prestige 14. Das Gameplay ist laut Call of Duty am 1.7. diesen Jahres natürlich erspielt worden, also schon, ja, ein bisschen länger her, wenn man mal wieder sieht, dass fast schon wieder Monatsende ist. Und ja, warum ist die G11 jetzt auch noch Gold, fragt ihr euch vielleicht. Ja, hier Prestige 14, das Golden Camo Prestige, wie ich es gerne eigentlich nenne. Und ich hatte ja die AK-47 ja Gold gemacht, das war die erste Waffe, die ich auf Gold gemacht habe hier in Black Ops 1. Und habe mir so gedacht, hey YOLO, ja, welche Waffe macht er als nächstes auf Gold? Ja, Kommando, ja gut, ist halt auch so Mainstream wie die AK, spielt auch fast jeder. Die Galil, nee, die spiele ich nicht mehr. Und habe so gedacht, hey, yo, die G11, die gibt's ja auch noch als letztes Sturmgewehr. So, erstmal wieder ein paar Runden gespielt, dann instant auf Gold gemacht, weil ich mir dachte, hey, YOLO, was soll's. Dann ein Level später, beziehungsweise ein Halblevel später, habe ich mir so gedacht, hey, was wäre denn, wenn du mal wieder Prestige drückst? Ich meine, du hast das Spiel jetzt 500 Stunden gespielt und irgendwie bist du dem Spiel doch irgendwie schuldig, dass du Prestige 15 das auch noch durchmachst. Also das letzte Prestige in Black Ops 1. Und ja, so kam das dann mittlerweile hier. Prestige 15, keine Ahnung, Level 20 oder sowas, ist nicht so wild. Aber naja, ich bin es dem Spiel schuldig. Ist eines der besten Call of Duties, die je auf den Markt gebracht wurden. Neben MW3 und World at War. Da werden mich wahrscheinlich jetzt ein paar haten dafür, dass ich dies wieder gesagt habe. Ey, MW2-Fanboys, komm, gebt euch die Kugel, Jungs. Gebt euch die Kugel. Ja, es kam ja eine Woche jetzt keine Videos mehr. Und ich habe mir so gedacht, hey, wartest du doch mal ab, was deine Community denn dazu sagt, dass du eine Woche lang keine Videos mehr machst und lädst einfach eine Montage hoch, die du an einem Tag dann geschnitten hast und hast du nicht gesehen. Und ja, nein, das ist natürlich nicht der eigentliche Grund. Selbst wenn er das wäre, würde bis jetzt auch noch kein Feedback gekommen sein, denn heute Samstag, wo ich diesen Part aufnehme, also ich produziere natürlich schon wieder ein bisschen vor. Und ja, der Grund war einfach dieser, Jungs, Prüfungen vorbei, ich will doch jetzt nichts mehr wissen von irgendwas. So, genau, das ist kurz gesagt der Grund. So, ihr wisst vielleicht nicht, aber wir müssen jetzt dann auch noch diese Woche in die Schule gehen. Jeden Tag von 8 Uhr bis 11.15 Uhr. Was natürlich dezent abpackt, wenn du die Prüfung eigentlich schon bestanden hast. Natürlich, man könnte sich natürlich krank schreiben, aber pff, ich habe es ja schon mal gesagt. Ja, hier kommt ja auch nur wegen ein paar Kollegen, die man halt mag oder mit ja, Schulkameraden, wie man es auch immer sagen möchte. Kommt man halt hin, weil man die Typen leiden kann. Aber sonst kommt sie doch da auch nicht wirklich freiwillig hin. So, jetzt ist natürlich wieder die Sache. Am Mittwoch ist jetzt Abschlussfeier. Ja. Pff. Naja, ne? Nennen wir es mal Feier. Und dann werde ich mich wahrscheinlich auch krank schreiben lassen, beziehungsweise schreibe mich selbst krank, weil ich ja schon 18 bin. Und zack halt, ja, fuck you all, weil Schule ist dann für mich vorbei nach dem Mittwoch, nach der Abschlussfeier, weil was soll ich da noch in der Schule? Wir haben mit den Lehrern dann gesoffen natürlich. Nein, werden wir nicht machen. Das glaubt mir. Das wollt ihr nicht. Das wollt ihr nicht erleben, sowas. Und ich auch nicht. Und naja, ne? Ja, dann wäre das dann auch gegessen. Eigentlich das Thema. Also ich hatte einfach keinen Bock und auch relativ wenig Zeit tatsächlich hier für YouTube was zu machen. Ich wollte einfach ein bisschen chillen. Und seit einer Woche habe ich mit zwei Kollegen oder eigentlich mit drei Kollegen hier unter anderem Dennis einen kleinen Minecraft-Server mit Mods, ja, Modpack Feed the Beast Infinity, falls es einer von euch Minecraftlern interessiert, und mockt sich natürlich dann jeden Abend mal ein bisschen hier Minecraft zu zocken, statt Dota, statt Black Ops 1 oder so. Und dann hatte ich natürlich auch sonst immer City Skylines oder das Free-to-Play-Game Clicker Heroes gespielt und YouTube-Videos angeschaut von Kronk, ja, die Jungs in Peace, Meat, Hand of Blood und hast nicht gesehen, Varo 3, alles Mögliche. Und da hat man halt da tatsächlich ein bisschen wenig Zeit dann für YouTube was zu machen. Ich hoffe, dass es für euch als Community okay war. Ein paar werden es wahrscheinlich eh nicht interessiert haben, aber so ist das eben. Ne?
Ich habe es dann auch in den letzten Tagen, wie gesagt, neben Minecraft auch ein bisschen Dota gespielt, mit Dave, den ihr nicht kennt. Sonst glaube ich auch mal mit Chichi oder mit Bumsy, war auf jeden Fall auch ganz nice. Und dann mit Tizian mal wieder Black Ops 1, ist auch schon wieder lang her, dass man das so gemacht hat. Hat sie auf jeden Fall auch wieder gebockt und an einem Tag, oh, ich weiß gar nicht mal, wann das jetzt war. Könnte Freitag gewesen sein. Es war Freitag. Da ging es mir, wisst ihr, da ging es mir nicht so prickelnd, ja. Ein bisschen Alkoholintus, ja, Alkohol ist auf Dauer natürlich auch nicht die beste Lösung für alles, aber gut, YOLO, so sei das eben, ne, ein bisschen gezockt und müsst ihr euch so vorstellen, so ein bisschen was Intus, willst du Black Ops einspielen mit Maus und Tastatur und denkst du so, ja, ne, geil, geiles Gefühl auf jeden Fall, überhaupt 100er Brezi, Jungs, 100er Brezi, noch nie daneben geaimt während dieser Zeit, immer getroffen, nicht irgendwie drei Magazine daneben geschossen oder so. Nee, nee. Und da war dann ein Server, auf dem Server, wo ich auch eigentlich gerne mit Dennis und so spiele. Deutscher Server, der immer halt wechselt, die Modi und die Maps. ST, irgendwas, Hardcore Mix, was weiß ich. Und bis jetzt hatte ich die Admins, oder ich fast jeden Admin, immer positiv in Erinnerung. Und einer hat mich dann gekickt bei Hauptquartier. Sollt ihr eigentlich wissen, was es ist, Hauptquartier, ja, es gibt ein Hauptquartier, das wechselt halt alle paar Minuten, etc. pp, ähnlich wie Stellung, nur halt viel besser. Und ja, da war halt so ein Admin, der mich dann gekickt hatte. Grund, ja, play the mod, please. Und ich so, ja, hey, komm, Junge, was ist da los? Wenn vier meiner Teammates an dem Hauptquartier sind und es capturen, dann muss ich doch als fünfter Teammate nicht noch dumm daneben stehen. Das würde doch gar keinen Sinn machen. Da halte ich den doch lieber den Rücken frei mit Kills oder versuche irgendeine Killstreak zu erreichen, um meine Teammates dann während der Zeit, während das Hauptquartier eingenommen ist, ja, das Leben zu erleichtern. Nee, nee, please play the mod. Und ich verstehe das nicht. Das war so ein typischer Admin, der meint, bei objektiven Modi darf man keine Kills machen. Das ist kein Team Deathmatch. Verstehe ich hundertprozentig, ist kein Team Deathmatch. Aber irgendwie ist es auch der Sinn von Call of Duty, Kills zu machen, um seine Killstreaks zu bekommen, um eben noch mehr Kills zu machen während eines objektiven Game-Modis. Hat ihn nicht gejuckt, zum Beispiel auch bei Suchen und Zerstören. Wenn ihr die Leute seid, die die Bombe blenden müsst, dann gibt es zwei Wege für mich, das zu machen. Ihr geht zur Bombe hin, blendet, wartet dort, bis euch die Gegner vor die Linse laufen. Oder ihr killt einfach jeden Bastard im feindlichen Team. Ob ihr jetzt Weg A oder B wählt, ist ja scheißegal. Prinzipiell, weil am Ende gewinnst du. Ich meine, entweder du killst alle oder jagst die Bombe in die Luft. Von XP her, ja, und vom Leveling wäre das Killen angenehmer. Weil du viel mehr XP und Call of Duty Points hier bekommst. Die richtige Variante allerdings wäre natürlich, die Gegner so weit zu töten, bis du ihn blenden kannst. Wie man auch immer das lösen möchte. Ich meine, ich finde Variante B, also durchrushen und alles töten, angenehmer. Einfach nur, weil es auch ein Teil der Modi ist. Aber hey, Admins und deren Meinung stehen ja immer an vorderster Front. Darf man nie hinterfragen, auch wenn es Vollidioten sind. Auf jeden Fall ein 27:7. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Servus, haut rein, bis nächstes Mal hoffentlich.